Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu The Forest. Ich habe ja gesagt, ich mache noch ein, zwei Videos, wo ich ein bisschen was zeige. Ein bisschen was, wie soll ich sagen? Ein bisschen schauen, was noch so zu entdecken geht. Ist das laut auf den Ohren? Was ist denn hier los, sag mal? So. Und zwar, man hat wieder sehr viele Tipps bekommen. Aber man sieht es auch schon bei anderen Let's Playern. Sie ringen sich alle ein bisschen auf. Zu Recht, muss man sagen, zu Recht. Denn, wie gesagt, man kann ja hier... Stoff müsste hier sein, Olga müsste hier sein. 8 Snacks hatte ich mal, jetzt ist nur noch einer da. Ach, das ist... Was war das denn? Was ist das? Ah... Eine Spinne. Oh. Ich hasse Spinnen. Kann ich das damit auch machen? Ja. Ach, wie cool. So, da war Alkohol. Nützt mir aber nichts. Denn kein Alkohol da. Gut, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Schatzjagd. Das habe ich nämlich gesehen. Und zwar... Einfach nur einen normalen Stock nehmen, nach unten sehen und schon kriegt man einen Stein. Mit diesem Stein, den man noch nicht mal im Inventar sieht, auch gut, kann man eben werfen. Ich will aber wissen, was es hier noch so gibt. Oh, Geld. Das war ein harter Sand eigentlich, sag mal. Ja, wieder ein Stein. Oh, und wieder ein Stein. Hm. Gibt's nix. Gibt's doch nicht. Aber ja, das ist diese sogenannte Schatzsuche. Wir werden vielleicht später auch noch ein bisschen mehr hinzufügen, denke ich mir mal. Aber man kann halt so Steine sammeln. Also... Steine zum Werfen. Ja, also wenn man das halt so sieht. Na, schade. Na gut, was habe ich noch gesehen? Unter dem Schiff? War das unter dem Schiff? Keine Ahnung. Soll es ja Leuchtpistole geben, aber das Problem ist, Herr Abonnent oder Miss Abonnentin, was zum Teufel ist das denn? Man sieht halt nichts. Also man sieht schon was, aber... Ist halt der perfekte Platz, weil man hier alles wie immer wieder hat, aber... So, nee, was ist da? Das sind Haie. Seit wann hat das Spiel Haie? Und ich könnte doch hier auch ein Feuer platzieren. Auf dem Schiff. Wo? Also ich habe jetzt gerade das Feuer in der Hand. Ja, hier drauf auf das Schiff. Dankeschön. Na, jetzt geh doch hier vor, Mensch. So, ich habe das in der Hand, aber ich sehe hier nichts. Feuer. Standing Fire. Nö, das zeigt hier nicht an. Tut mir leid, aber... Ich kann es platzieren, aber das war's dann auch. Oh, ich muss niesen, ey. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ah. Schön dezent. So, von denen habe ich gehört. Von denen habe ich gehört, das sollen so wie Kundschafter sein, die dann halt wegrennen.
und dann eben Verstärkung holen. Also da sollte man die als erstes eliminieren. Drüben im Wald, ganz da drüben, ist auch jemand. Aber gut, ich bin da nicht da. Von daher soll es mir egal sein. Die Haie sind auch weg. Sehr schön. Das zieht aber zu. Alter. Das erinnert mich an so ein Sommergewitter. War einfach alles Kohlrabenschwarzes. Und irgendwo ist ein Funken Sonne. So sieht das hier aus. Sieht schon bedrohlich aus. Aber gut, wo ist jetzt der Wachposten? Wie gesagt, das wurde hinterlegt, dass das eben nicht funktioniert, dass man hier ein Feuer bauen kann. Weil hier wurde gesagt, ja, mach doch hier ein Feuer. Geht doch auch. Ja, geht nicht. Ich hab's gerade getestet, funktioniert nicht. Weil sonst hätte ich hier meinen Schlafplatz irgendwo aufgebaut. Die könnten angeblich nicht durchs Wasser, aber man hat ja bei der Version 0.01 gesehen, dass die auch durchs Wasser können. Von daher, ich weiß es nicht. Na gut. Zurück geht's. Ja, da unten steht's, aber das nützt mir nichts. Gut, wieder zurück. Und dann suchen wir doch mal diese Axt. Beziehungsweise, Stein kann ich ja nicht. Ich sehe ja keine Steine. Fuja! Das müsste eigentlich hier sein, aber. Nützt mir alles nichts. Jetzt ist mir doch tatsächlich das Spiel stehen geblieben, oder? Alter! Leck mich mal am Arsch. Was war das für ein Leck? Richtig schön buggy. Na gut. Gut, ich bleibe am Stein. Und dann suchen wir mal so ein Dorf. Vielleicht finden wir ja irgendwas Gutes. Kann ja sein. Woran ich aber langsam zweifle. Vor allem, was bedeutet dieser Baum? Müsste auch irgendwas heißen. Wo ist so ein Dorf? Beziehungsweise, wo ist eine Stelle, wo eigentlich diese Eingeborenen gar nicht hinkommen? Dass man halt genügend Zeit hat. Aber ich meine, klar. Ich könnte. Theoretisch. Ach so. Ich könnte theoretisch jetzt meine Basis weiter ausbauen. Schauen, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen Landgewinne und alles. Könnte ich alles machen, natürlich. Aber ich will dann ungern mit so einem verpackten Spielstand dann irgendwas reißen. Versteht ihr, was ich meine? Von daher, was ist das denn? Ist doch eine Höhle. Uah, leggy. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, fick. Scheiße. Und ich hab nix.
Ich renne. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ich verstehe zwar nicht den Unterschied, warum, wieso. Hä? Hä? Also ich meine, also warum? Weil hier ist doch alles Wasser. Theoretisch dürfte doch alles hier unter Wasser sein, oder nicht? Na gut. Da stehen ja die Auslöser. Alter Verwalter. Kranke Bastard. So, komm mal her. Aua. Ich dachte, das wirkt irgendwas. Ach, als... Halt die Fresse, Mensch. Ne, das ist irgendwie... Ne, das ist... Ne. Ist doch gut, Junge. Mann. Gut, ich muss leider. Ich sehe nichts. Was ist hier denn los? Ist das schon wieder arschdunkel, ey? Ich sehe wieder gar nichts. Ist das nicht so ein Arsch da drüben? Ja. Ach du Arschloch. Ja, schlag mal halt eine drauf, ist auch okay. Na komm, mach. Heute noch. Will mich ja mal umsehen, du Arschloch. Sind das kleine Babys? Was zum Teufel ist das? Das sind irgendwie kleine... Was zum Teufel ist das denn? Was war das? Ich meine, die normalen Eingeborenen kann ich ja verstehen. Aber diese mit diesen komischen Haufen Armen, die verstehe ich schon mal nicht. Die hatten wir ja schon beim letzten Part irgendwo. Aber was sind denn die mit dieser Haufen Arme und mit dieser Brust? Ist das so eine Art Königin? Und diese Babys gehört zu dieser Mutter da? Verstehe ich nicht. Was ist das? Also anfangs habe ich ja wirklich gedacht, dass hier irgendwann mal, weiß ich nicht. Ich sag jetzt mal, ein Schiff gestrandet ist. Wir denken uns das mal aus. Es ist ein Schiff gestrandet. Gibt ja viele Fracks hier. Schiff ist gestrandet. Mit, weiß ich nicht, über 100 Personen. Es kam keine Rettung, nichts. Sie haben halt über, beziehungsweise ums Überleben gekämpft. Ja? Und das über Jahre hinweg. Ja? Das kann ja... weiß ich nicht, 1940 passiert sein. Und das hat sich immer weiterentwickelt und immer weiter. Bis dann halt jetzt zu diesen Eingeborenen wurden. Kann doch sein. Dass das halt so die Nachfolger immer sind, ja. Dass die immer weniger von dem Leben jetzt mitbekommen, ja. Nur von Erzählungen vielleicht. Kann ja alles sein, man muss ja ein bisschen weiterdenken.
Das war anfangs mein Gedanke. Aber jetzt mittlerweile, wenn ich sowas sehe, dann hat das relativ wenig etwas damit zu tun. Weil ich meine, woher kommt das Zeug? Diese Zehnbeiner da, was war das überhaupt? Wo ist der Kopf? Wo ist denn, was ist das? So viele Geheimnisse. Ich wollte eigentlich noch die Axt holen, aber naja, man hat's ja gesehen. Nichts draus geworden. Fuck. Aber man sieht ja, ich komme ja nicht weiter, weil ich habe keine Waffe. Ich kann mich nicht wehren, nichts. Und immer wieder neu anfangen, ach, das ist aber auch so ein Ding. Gut, wie gesagt, das soll es erstmal von mir wieder gewesen sein. Wenn es euch also gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Ich werde ab und zu noch ein paar Videos machen. Also vor dem Update jetzt. Nach dem Update dann sowieso wieder. Dann will ich schauen, was da wieder neu hinzugekommen ist. Und aber erwartet jetzt nicht jeden Tag ein Forest Part, ja. Das nicht. Ich denke mal, so alle drei Tage wird so ein Part rauskommen. Also nicht verzagen, weil ist so. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Und wir sehen uns dann also im nächsten Part von The Forest. Bis dahin.